Zum letzten Mal hat die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC die Bahnstrecke Neustrelitz-Mierow befahren. Ab morgen bedient die Potsdamer Eisenbahngesellschaft die Strecke. Das Land hatte den Verkehr auf der Bahnstrecke zum Fahrplanwechsel abbestellt. Als Grund waren zu geringe Fahrgastzahlen genannt worden. Wegen massiver Proteste einer Bürgerinitiative wird der Zugverkehr nun doch nicht eingestellt. Im Auftrag des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte verkehrt die Potsdamer Eisenbahngesellschaft ab morgen mit vorerst 4 Zugpaaren täglich. Das Land bezuschusst den Verkehr mit 300.000 Euro jährlich, rund 1 Million Euro weniger als bislang. Das ist ja das erste Mal, dass wir so eine Strecke übernehmen. Es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, da stellen wir uns und wir haben ein Angebot unterbreitet und stehen zu diesem Angebot und hoffen, dass wir das alles so umsetzen können, wie wir es dann noch geplant haben. Die Potsdamer Eisenbahngesellschaft plant für die Zukunft die Einrichtung weiterer Haltepunkte auf der Strecke. In den Zügen gelten ab morgen die Fahrkarten der Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaf. So ein Betreiberwechsel ist das eine. Mit dem Winterfahrplan, der morgen in Kraft tritt, ändern sich aber zum Beispiel auch Fahrzeiten. Also wer morgen Zug fahren will, egal ob jetzt in Stralsund oder in Altentreptow, vielleicht vorher noch mal auf den Plan gucken. Es gibt ganz verschiedene Varianten. Züge fahren früher oder später. Es fallen auch einzelne Verbindungen weg. Und es gibt Orte, in denen ist der Zug dann endgültig abgefahren. Die Petersdorfer im Landkreis Nordwestmecklenburg trifft es besonders hart. Sie haben bis zum Schluss um ihren Bahnhof gekämpft. Doch gegen die Deutsche Bahn und das Land haben sie offenbar keine Chance. Von morgen an rauscht der Zug an dem kleinen Dorf vorbei. Der Haltepunkt zwischen Schwerin und Wismar wird gestrichen. Genau 70 Jahre lang wurde er von Anwohnern genutzt. Sicherlich werden von morgen an noch andere Fahrgäste verständnislos ihrem Zug hinterher gucken. Von der Deutschen Bahn hieß es dazu lediglich, wo sich was ändert, könnten Reisende ja am Fahrplan nachlesen. 3 Strecken werden komplett gestrichen, die hier rot gekennzeichnet sind. Nämlich Mierow-Neustrelitz, Rostock Hauptbahnhof, Rostock-Seehafen Nord und Hagenow-Stadt-Schwerin. Auf 6 anderen Strecken werden nur am Wochenende Züge aus dem Fahrplan gestrichen. Diese sind hier gelb dargestellt. Außerdem fallen auf manchen Strecken die Früh- und Spätzüge weg. Wir haben bis jetzt eine sehr gute Zuganbindung gehabt. Wir können 10-mal mit dem Zug von hier aus Richtung Wismar fahren am Tag und 11-mal Richtung Bad Klein-Schwerin. Also ist eigentlich eine super Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Und der fällt weg für 3 komplette Dörfer, für die Dörfer Petersdorf, Meudentin und Großstieten. Und dagegen haben wir was. Vor allen Dingen haben wir bis jetzt noch gar keine Information, dass das Ding überhaupt geschlossen werden soll. Das habe ich durch einen blanken Zufall erfahren. Und wir haben das Verkehrsministerium angeschrieben, wir haben die Bahn angeschrieben. Unser Amt hat das Ministerium angeschrieben. Wir haben bis jetzt keine Reaktion, warum das zugemacht werden soll und aus welchen Gründen. Und das verstehen wir nicht. Das Land erhält vom Bund sogenannte Regionalisierungsmittel, mit denen der Schienenpersonennahverkehr finanziert wird. Diese Mittel werden jährlich um 1,5% erhöht. Reale Kostensteigerungen liegen aber bei 2,5%. Insofern geht die Schere auseinander. Und deshalb können wir das bestehende Angebot nicht mehr durchfinanzieren und sind zu Kürzungen gezwungen. Dadurch will das Land rund 8,7 Millionen Euro im ersten Jahr einsparen. Es wurden nur Haltepunkte gestrichen, die selten genutzt werden, heißt es. Als Grundlage diente eine Zählung, die allerdings schon 2 Jahre alt ist. Können Sie nachvollziehen, warum man sagt, man fährt eine Haltestelle gar nicht mehr an? Nee, nicht so richtig. Nein, kann ich. Also es gibt das Modell der Trassenpreise und Stationspreise. Das heißt, Eisenbahnverkehrsunternehmen müssen für die Infrastruktur Entgelte bezahlen. Und diese Entgelte, die würde man natürlich, sagen wir mal, wenn man also einen Haltepunkt nicht anfährt, in dem Fall sparen. Aber eben halt nur kurzfristig, weil im Folgejahr würde das dann eben diese Einsparung wieder aufgeholt werden. Im Fall von Petersdorf spart das Land zwar erst rund 25.000 Euro, weil es die Station nicht mehr nutzt. Der Deutschen Bahn, der Bahnsteig gehört, entgehen dadurch aber Einnahmen, die sie im darauffolgenden Jahr einfach woanders aufschlägt. Für das Land wäre damit die Einsparung gleich null. Am vergangenen Sonntag war Fahrplanwechsel bei der Bahn und so wie wir das leider inzwischen gewohnt sind, wurden auch wieder die Preise erhöht. Gegenleistung für uns Passagiere? Fehlanzeige. Stattdessen werden hier in Mecklenburg-Vorpommern Strecken stillgelegt und teilweise rumpeln Waggons aus den 70ern über die alten Gleise. Inzwischen haben sogar die Bahnmitarbeiter selbst die Nase voll und knöpfen sich nun Verkehrsminister Schlotmann vor.
Berlin Hauptbahnhof, Symbol modernen Bahnverkehrs. Wer allerdings nach Rostock will, muss Geduld mitbringen. 4 Stunden dauert die Fahrt ungefähr, Kostenpunkt 40 Euro pro Strecke. Die direkten und billigeren Züge via Schwerin hat die Landesregierung abbestellt. Kein Geld. Dieser ICE heißt zwar Rostock, fährt aber nach Leipzig. Also wie ich das sehe, gibt es in Schwerin überhaupt keine Strategie. Man macht da irgendeine Art Mangelverwaltung, bestellt hier was zu, da was ab. Aber ein Konzept lässt sich nirgends erkennen. Mitarbeiterversammlung im Rostocker Lokschuppen. Die Eisenbahner bangen um ihre Jobs. Es droht die Stilllegung einer Bahnstrecke quer durchs Land. Dafür zuständig das Verkehrsministerium. Volker Schlotmann ist im Anmarsch, nicht per Bahn, im Hybrid-Mercedes. Er wird Streckenstilllegung und Ausschreibungswirrwarr erklären müssen. Als Politiker muss ich auch dazu stehen, dass man unpopuläre Entscheidungen treffen muss, dass die vor Ort von den Betroffenen nicht immer genauso gesehen werden. Das liegt in der Natur der Sache. Während der Personalversammlung sind Kameras nicht zugelassen. Vielleicht, weil sich der Minister einiges anhören muss. Die Bahner klagen über Dumpinglöhne bei der Konkurrenz, überfüllte Züge, verrottete Bahnhöfe, Parallelverkehr von Bus und Bahn. Vor allem aber wollen sie die Politik des Ministers verstehen, egal ob Lokführer oder Personalchef. Das muss ja das Ziel sein, dass man so attraktiv ist, dass die Leute auch in die Züge kommen und Geld bezahlen. Dann hat man auch finanzielle Möglichkeiten, Verkehr zu bestellen. Also einfach nur die Aussage, wir haben kein Geld, kann es nicht sein, weil es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Daseinsvorsorge. Das heißt, der Bürger möchte befördert werden. Es ist gut, über Fakten zu reden. Natürlich können wir nicht ganz zufrieden sein, weil immer noch unsere Arbeitsplätze hier in der Schwebe hängen. Die ganze Bahnprivatisierung ist auf jeden Fall nicht gut gewesen. Und ich glaube, diese Wahrheit auch irgendwo auszusprechen, ein Umdenken zu bewegen. Seit der Proforma-Privatisierung muss der Verkehrsminister den Regionalverkehr selbst organisieren. Dafür gibt es Geld vom Bund. Das Land bestellt die Zugleistung, vor allem bei der Deutschen Bahn. Die macht damit Gewinn und der Gewinn fließt zurück an den Bund. Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Ich kann trefflich jammern über das, was in der Vergangenheit war. Das will ich nicht, ist nicht mein Ding. Ich will sehen, dass wir mit den Bordmitteln, die wir haben, mit den Kräften, die wir auch in MacPom selber haben, nach vorne zu gucken und nach vorne zu kommen. Im Verkehrsministerium wird gerade eine neue Strategie für Bus, Bahn, Fahrrad und Flugzeug entwickelt. Alles soll besser werden. Aber ob es auch wirklich gut wird, werden die Bahnfahrer selbst erleben. Endstation. Bitte alle aussteigen.